Zederhaus ist eine der 15 Gemeinden im Bezirk Lungau. Sie zählt etwa 1200 Einwohner und ist flächenmäßig die größte Gemeinde. Alljährlich zur Sommersonnenwende erwacht in Zederhaus ein jahrhundertealter Brauch. Es war ja ein paar Mal verboten beim Bischof Colloredo, der hat das nicht mögen, so große Ansammlungen. Ja, das hat er nicht leiden und hat es bei Todesstrafe verboten. Und die haben es trotzdem durchgezogen. Und in der NS-Zeit war es wieder verboten und die haben es trotzdem durchgezogen. Also es ist das Gelübde laut Niederschrift nie unterbrochen worden, seit 1693. Der Beruf des Sauschneiders nimmt in der Geschichte des Ortes einen bedeutenden Platz ein. Die Verantwortung des Viehschneiders war groß und noch größer das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Das ist so, wenn wir ja bei der Gasthaus kommen, sind niedergesessen und sind Leute in Bessere so aufgestanden und sind an den Tisch gegangen. Und wenn wir gesunken, mit der Erwohner zu sagen, nie von einem Saustall in den anderen. Ja, das ist nichts Flug in Wins. Zederhaus war einst ein abgelegener Ort. Durch den Bau der Autobahn änderte sich das aber schlagartig. Für die Bewohner eine harte Zeit, wurde doch teilweise ihre Lebensgrundlage zerstört. Es haben 18 Wohnhäuser weggemisst. Und müsst weichen, gell? Wir sind zum Beispiel mal von Feld heimgekommen, von der Feldarbeit, sind durch meinen Gemüsegarten sind die Pflege gestanden, gell? Haben sie die Autobahn ausgesteckt, die Trassen. Und da ist niemand gefragt worden, wir haben überhaupt nicht gewusst, was das jetzt bedeuten soll. Wenn sie so ein Haus zu erfüßen gehen, dann haben sie mir Sprenger. Und wenn sie gesprengt haben, haben sie ins weggeführt mit dem Bus. Ja, und wenn sie geschossen haben gehabt, haben sie es wieder hergeführt. Noch habe ich meistens beim Haus drum hingehen und dann stehe ich die Fenster und so Sachen. Und da bei der Eröffnung steht sie einer hin draußen. Ja, wir haben sehr wirtschaftlich, beim Baubericht, wir haben sehr wirtschaftlich gearbeitet. Wir haben sogar bei der Grundeinlösung 175 Millionen eingespart auf der Scheitelstrecke. Hat er sich noch bereut dann? Wir sind geschneitzt worden, volle. Also höchstwahrscheinlich ist, dass der Name Zederhaus aus dem Slawischen kommt. Und zwar vom Wort Zeder als Gebirgsübergang oder Seed, weidendes Vieh, könnte auch eine Möglichkeit sein. Beides trifft ja in Zederhaus zu. Wir haben Gebirgsübergänge und weidendes Vieh und allem Gebiet, glaube ich, ist in Zederhaus auch bekannt. Im 2600 Hektar großen Naturpark Riedingtal in Zederhaus findet man immer noch weitgehend intakte Naturlandschaft vor. Wilde Karren, hohe Gipfel, aber auch sanfte Täler fließen harmonisch ineinander. Über 300 Jahre alt ist die Tradition des Prangstangentragens. Es erinnert an ein Gelübde aus dem 17. Jahrhundert. Auf der ganzen Welt kann ich es nicht. Du kannst alle, weißt du nicht, du kannst 200.000 Euro für eine Stange zahlen. Es könnte ja keiner eine machen. Und weil das weitergeht und wenn dann das Brocken ist, zum Beispiel nur nicht, wenn dann die Kinder mit den alten Leibern an sind und der einmal anfängt zu verzählen, wo er da aus Burg gewesen ist und was, wo er gekirtet hat und wie das gewesen ist, dann werden die diese, immer wenn sie die treffen, haben die mehr, als wir einfach, dass da ein Mensch vorbeigeht. Und das ist auch das Schöne, was da verbindet. Und wo man dann auch gemeinsam nach oben schauen kann und einen gemeinsamen starken Glauben hat, dann ist einfach das lebenswert und lohnenswert, wenn man das tut. Die Prangstangen gehören zu Zederhaus wie das Amen im Gebet. Diese über 300 Jahre alte Tradition geht der Überlieferung zufolge auf eine Heuschreckenplage zurück, bei der die gesamte Vegetation vernichtet wurde, mit Ausnahme der Margeriten.
Die sogenannten Buschengaber sind die Menschen, die damit beschäftigt sind, tausende von Blüten für die Prangstangen zu pflücken. Dabei geht es oft hoch hinauf auf die Almen. Du bist natürlich beim Blumenpflücken ist sehr wetterabhängig. Wenn es schön ist, kann man alle brocken, aber beim Regen, der Finger, in den Fingerhut darf es beim Regen nie brocken. Der wird braun. Also wenn der nass ist, der, das geht nicht nein. Die Träger haben da auch schon Erfahrung und die Elternleiter helfen da brav mit. Die kennen sich da auch schon aus. Durch die Jahre haben sie auch schon die Erfahrung, was wann am besten ist und was am besten hält. Ja, gestern ist relativ kalt gewesen, aber wir haben gesagt, im Frauenmantel ist auch gerade das der Leitz, wenn es ein bisschen nass ist. Und wir haben es einfach gebraucht, wir haben müsst, weil wir eben die Buschen brauchen, weil es im Heiz an ganz Binden angegangen ist. Und darum haben wir gesagt, ja, es hilft nicht, schauen wir, dass wir ein paar Leitz anbringen. Dann sehen wir schnell, es war extrem fingerkalt, weil es eben nass gewesen ist auch noch. Aber nach zwei Stunden haben wir das gehabt und ich glaube, es hat gut gepasst, dass wir das alles noch geschafft haben gestern. Ja, sicher. Ich nehme schon zwei Wochen Urlaub für das Ganze um und auf. Und ich sage einfach, die Leute, einfach, der Zusammenhalt in Zederhaus ist einfach Wahnsinn. Einfach. Und ohne die Leute können wir so eine Branche schon gar nicht tragen. Und auch nicht die Buschen müssen wir auch viele Leute zusammen. Und das ist echt, da gefällt mir eben schon wieder, wenn der 24. Juni da ist. Gebunden werden die Prangstangen über Tage in den jeweiligen Bauernhöfen. Körbeweise gepflückte Blüten stehen für die Kranzbinderinnen bereit. Die Buschenrorcher reichen sie ihnen in geordneter Form zu. Auch die Jüngsten sind schon mit am Werk. Ja, ich bin eigentlich seit 16 Jahren dabei, seitdem das mein Bruder trug. Ich bin jetzt 22 Jahre alt, also eigentlich von klein auf bin ich mit dabei. Ja, und ich helfe voll mit, alles was halt anfällt bei der Arbeit. Ich tue eigentlich alles. Ja, es ist so, umso öfter wie es binst, probieren sollte jeder einmal. Und umso öfter wie es binst, dann kriegst du einfach automatisch einen Fachtel. Dann kriegst du das Gefühl, wie dick das er sein sollte, wie fest das binden sollst. Da kommst du dann schon rein mit der Zeit. Das sind die Sunawendler, die wichtigsten. Die Magriten, die weißen. Nachher der Fingerhut, der Enzian. Nachher die Betonerrasen. Sind die es? Pfingstrosen? Genau. Noch die Ruhwassler. Die Bergnelkwurz ist das. Neues Taukraut. Noch die Vergissmeinnicht. Der Orange Mohn. Noch an das. Das sind die Türrohren, der Ackersenf und das sind die Eselfichts. Ah ja, und die Feichtzapfler haben wir auch noch. Drei. Die kriegen. Nachher bindest du einfach Blattl für Blattl, dann musst du schön aufstellen zu. Und du darfst ihn ja nicht herum angreifen. Da, wo du den Mond angreifst, das wird schwarz. Und wenn die Blumen einmal da sind, nach gute drei Tage brauchst mit dem Binden fürs Binden, dass sie nachher fertig ist und dass die Kranz, bis als die Kranz oben sind, dass sie noch zusammengebaut ist, der Wiffl aufgemacht mit dem Knopf, der Jesu noch einmal aufgemacht ist. Ich sage Binderinnen, wenn es bei großen Stangen in Tag 10-12 Binderinnen hast, nachher bist du gut aufgestellt. Nachher geht sich das Flut aus in die drei Tage. Früher haben bei den Prangstangen eigentlich ganz anders ausgeschaut. Gewesen ist es so, die alten Heuhiefler, wie sie früher die gehabt haben, zum Heutrocknen, die haben sie eben mit den Margeriten umwunden. Margeriten aus dem Sinn, das sind die einzigen Blumen gewesen, wo es die Heuschrecken nicht fressen haben.
Was eigentlich von der Heuschreckenplage überblieben ist, von den Hiefler da zumals, ist der Wiftel. Der Wiftel, der schaut so aus, das sollte eben noch den Eihiefler eben dastehen, dass noch von früher eigentlich noch irgendwas oben ist auf der Stange, sage ich einmal, was, wie sie früher gewesen sind. Und mit den Jahren halt nachher hat sie die Stange allweil mehr entwickelt, sie ist halt allweil farbenprächtiger geworden. Für eine einzelne Prangstange sind bis zu 60.000 frische Blüten und 300 Arbeitsstunden notwendig. Der ganze Ort hilft zusammen. Mit Geschick werden die gebundenen Blüten auf der Stange angebracht. Überlieferte Motive und deren Reihenfolge müssen genau beachtet werden. Die farbliche Gestaltung ist dem Hauptträger, dem sogenannten Mohr, frei überlassen. Ich war schon Buschengaben und halt immer Probe dran. Das Balancieren und alles miteinander, das ist, das, da gehört schon viel Übung dazu, dass du so eine Prangstange dran kannst. Ja, das ist eine Herausforderung und wenn die Buschen um sind, ist ganz was anderes dann dran und das ist, das Ausbalancieren ist dann ganz anders. Aber du übst halt schon 10, 15 Kilo mehr, wie nachher die Prangstange selber ist. Das Schwierigste ist, wenn nachher der Wind eine fährt oben, dann wird es zu schwer und das ist eigentlich das Schwierigste. Naja, ich schaue immer geradeaus, weil eigentlich muss man nicht aufschauen, weil du spürst das eh, wie die Prangstange geht. Es kann eigentlich jeder tun, wie er will. Also die Prangstange schaut eigentlich jetzt ja anders aus. Heuer ist 16. Mal machen wir Prangstange. Und sie hat noch nie, es hat noch nie eine gegeben, die was gleich gewesen ist. Wir sagen die 6 Karo, was aufgekommen. Und zwischen die 6 Karo sind eben die von den Pfingstrosen, wir sagen Betonerrosen, die Knöpfe rein, die was noch nie aufgeblüht sind. Und da ist auf jeder Seite gehen da 6 auf. Und das sind dann eben 12 Stück und das stehen eben die 12 Aposteln da, die mit den Karo eben schön eingerahmt sind, als einfach als Ehre für die 12 Aposteln. Ja, mit dem Mal abwechseln, wir haben es durch und das tut auch mit den Schultern und tut auch nicht mit den Händen alles. Das ist nur zum Balancieren, das durchdruckst, das Gewicht druckst in der Stange rein und die Hand ist nur zum Ausbalancieren beim Tragen selber, je nachdem wie weit, ich sage jetzt 20 Meter ist so ein Ding und nachher ist wieder zum Wechseln. Weil ohne einen zweiten Mann, da tragst du den kompletten Prangtag überhaupt gar nicht, weil das ist unmöglich, weil das sind schon ungefähr fast 2 Kilometer. Ihr Gelöbnis, diese 6 bis 8 Meter hohen und zwischen 20 und 80 Kilogramm schweren Prangstangen bei jeder Prozession am 24. Juni mitzutragen, wurde bis heute nicht gebrochen. Auch während des Zweiten Weltkrieges, wo der Name Jesu durch das Hakenkreuz ersetzt werden musste, wurden sie gebunden. Auch im Jahr 2020, trotz der Corona-Krise, wurde der Brauch aufrechterhalten. Statt der üblichen 10 bis 15 Stangen gab es aber nur 4. Prangstangenträger darf keine Kinder nicht haben und darf auch nicht verheiratet sein. Das ist seit allweil schon so. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber sozusagen heißt das, dass wir als Prangstangenträger fast alle noch auf der Suche nach den festen Damen sind. Und darum haben wir eigentlich auf den Tag schon ein bisschen einen Pluspunkt, weil die Damen, die Dirndler, die fliegen schon ein bisschen auf uns. Auf den Tag. Bis zum 15. August bleiben die Prangstangen in der Kirche stehen. Die abgenommenen Blumen, das Prangstangenkräutlach, wird in den Rauhnächten zum Räuchern verwendet. Früher haben sie die Prangstangen viel leichter gemacht. Haben sie nicht die maximale Höhe, was möglich ist, nicht gemacht. Und auch
im Durchmesser nicht so schwer. Gell. Und man muss sagen, früher war es auch ganz anders, das Prangstangtragen. Da hat es keine Asphaltstraßen gegeben, das ist eine Schotterstraße gewesen. Und da ist es viel schwieriger, das Balancieren und das Gehen. Gell. Und da war auf dem Prozessionsweg am Ende, wo man umkehrt, nur ganz ein schmaler Steig oder ein Weg wie gewesen ist. Und da haben wir die Prangstangträger so durch. Und da aus Überlieferung weiß ich, oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da einige geschleudert hat und einen Zaun geklemmt. Aber nicht nur die Tradition des Prangstangentragens gehört zu Zederhaus, auch die Sauschneider. Dieser einst sehr angesehene Berufsstand nimmt in der Zederhauser Geschichte einen bedeutenden Platz ein. Dieser inzwischen ausgestorbene Beruf brachte dem abgeschiedenen Dorf bescheidenen Wohlstand ein. Die Kaiserin Maria Theresia, die hat den Lungau zum Notstandsgebiet erklärt, obwohl sie eigentlich das Sauschneiden überhaupt nicht leihen konnte. Aber es ist einfach notwendig, es geht nicht anders. Hat sie uns dann, uns Lungauern eben, das Sauschneiden übertragen. Und dann halt, hast du mir Prüfungen machen in Wien und ja, große Schulungen und so. Und dann hast du vom Staat ein Gebiet zugeteilt gekriegt, das Gei. Ja. Und da sind halt hauptsächlich Zederhaus gegangen, weil die übrigen Lungauer haben alle schon ein bisschen was gehabt. Es hat geheißen, die Lungauer Sauschneider und 80% mindestens sind Zederhauser gewesen davon. Ja, und die sind halt nach außen verstreut zwischen Nürnberg und Budapest, dann haben sie so die Geige gekriegt und das ist so eine eigene Ehrensache gewesen, nicht dem anderen ist Geige und so. Ja, das haben sie dann betreut. Einer der Letzten, der diesen Beruf ausgeübt hat, ist Josef Gruber. Ich hätte gern gibt's gelernt. Hat der Vater gesagt, lerne darfst du nichts, du musst mit mir gehen ausschneiden. Weil das ist die Zukunft. Der Vater gesagt, aber es hat aber nichts gestimmt. Die Zukunft ist. Der Vater hat mir nur sein Bild. Der Vater ist über 40 Jahre gegangen, ja, ausschneiden. Und mein Großvater ist auch so was gegangen. Wir, über 100 Jahre gehen wir mit mir da aus unserer Generation ausschneiden. In die Oberpfalz. Ja. Wir sind vom Zederhaus nach Michel mit dem Rad. Um 4 Uhr in der Früh sind wir weggefahren. Mit den Radlern nach St. Michael. Da haben wir die Radler eingestellt am Bekannten. Wir sind mit dem Express auf Salzburg gefahren. Und von Salzburg mit dem Zug weiter nach Schwandorf. Und in Schwandorf beim Bauern haben wir unsere Fahrradler gehabt wieder. 1956 bin ich das erste Mal mit dem Vater rausgegangen in Deutschland. Ja, und da sind wir meistens 4-5 Wochen rausgegangen. Alles mit den Fahrradlern. Gefahren. Bei schlechtem Wetter genauso wie beim schönen Wetter. Wir haben gleich einen Gewand gehabt. Mein Fahrradler musste dann einen Haufen Gewand mitnehmen. Gell. Hat mir am Körper wieder mehr stricken lassen. Und da sind wir von Dorf zu Dorf und von Bauer zu Bauer gegangen, fragen, wo sie nichts zu schneiden haben. Zum Beispiel ein Eber, der stinkt da. Den kannst du nicht abstechen, wenn er nicht kastriert ist. Den musst du kastrieren. Nach 5-6 Wochen lang futtern, dann stinkt er nicht mehr, dann musst du ihn erst abstechen. Mhm. Aha, okay. Und bei den Sau ist es genauso, bei den Bären. Die müssen kastriert werden. Ja, da, mit denen habe ich es aufgeschnitten. Gell? Ja. Bei den Horn, bei den Hauern, sagen wir. Aufgeschnitten. Horn? Was ist das? Ja, eben, wie sagen wir. Die Bämperlänge. Ach so, oder die. Okay. Ja. Und dann muss noch abgetrennt. Mhm. Wenn das vorschriftsmäßig gemacht wird, hat er nicht lange gedauert. Das ist gleich vorbeigehen. Meine Frau war scheiße. Wir haben zum Beispiel beim Schreiben, wenn man sie geschrieben hat, hat selber mir schreiben, Postlager in Nabburg. Sind wir auf die 14 Tage oder was wieder hingekommen, dass er den Brief gekriegt hat, oder 3 Wochen, das auch überdauert. Und sie hat kein Telefon gehabt, ich habe kein Telefon gehabt, ich nicht gewusst, wie es ihr geht, sie hat nicht gewusst, wie es mir geht, nichts. Ja, die hat auch keine gute Zeit gehabt. Die haben alles zu managen. Okay. Damals mussten einen Führerschein machen, einen Traktorführerschein. Von Auto ist gar nicht geredet worden, wir haben keins gehabt daheim. Nicht? Einen Traktorführerschein musste machen mit Hänger und allem drum und dran, dass ich aufs Feld fahren konnte.
Ich meine, ich habe nie einen Mut verlangt und habe mir gedacht, das muss gehen, das ist jetzt so. Und ich muss einfach schauen, wie es zurechtkommt. Und muss es auch immer beweisen, dass ich in der Lage bin. Zedaus ist ja schon alle ins Auge gefasst worden, wenn auch über die Nord-Süd-Verbindung im Land Salzburg und generell zwischen die Bundesländer nachgedacht hat. Also die Strecken Klagenfurt-Salzburg oder Villach-Salzburg, für die ist eigentlich Zedaus vorrangig vorgesehen gewesen. Angefangen hat es mit der Dauernbahn noch damals, und zwar mit der Zugverbindung. Da ist Zedaus ein möglicher Standort neben Gasteinach gewesen. Aber der Kaiser Franz Josef, weil er so gerne der Gastein Boot hat oder was, oder Kurdings Anwendungen gemacht hat, hat das durch die Gastein viel umständlicher. Wir haben so viel umständlicher durch die Gastein gebaut. Das sind wir natürlich beherrscht, wenn wir ins Dorfwaffik kommen, wie unsere Vorfahren erzählt haben. Ins Dorfwaffik kommen, das war wirtschaftlich ein Wuchtsack gewesen sein. Wirtschaftlich ein Wiederaufschwung, wenn sie die Eisenbahn durchgebaut hätten. Nach dem Anschluss an das Hitler-Deutschland ist das Projekt der Reichsautobahn auf den Plan gekommen und Zedaus ist wieder im Mittelpunkt der Überlegungen gestanden. Um 1940 beschäftigten sich Geologen in Zedaus mit der Beschaffenheit des Gesteins, um den Tunnelbau vorzubereiten. Genaue Pläne für den Verlauf der Trasse und Standorte für Brücken und Böschungen wurden ausgearbeitet. Die Reichsautobahn hätte in der Sonnseite durch Zedaus gehen sollen. Aber das Ende des Zweiten Weltkriegs hat das ganze Projekt zunichte gemacht.1965 fiel dann die Entscheidung. Die A10 Autobahn führte auch durch das Zederhauser Tal. Ein folgenreiches Urteil für Zederhaus. 1969 wurde die Tauern Autobahn Aktiengesellschaft gegründet und dann wurde es ernst. Der Wandel vom stillen Tal zur Industrielandschaft war beschlossene Sache. Ja, ganz sicherlich eine schwere Zeit für die Bauern und Grundbesitzer in Zederhaus. Ich habe da schon mit vielen Leuten geredet und es ist wirklich so, dass Felder und Acker, die einfach im jahrhundertelangen Besitz gewesen sind, sind auf einmal weggewesen, haben weichen müssen, der Autobahn, auch Häuser haben weg müssen und sind abgelöst worden. Und wer nicht mitgespielt hat, ist halt in letzter Konsequenz enteignet worden. Was, da ist man nicht gefragt worden, was willst du haben oder wie steht es eigentlich das Vieh. Die haben einfach eine Summe gesagt, das Haus ist abgemessen worden und da der Kubik so und so viel haben sie gezahlt. Und das Haus war, das hat ja der Schwiegervater gebaut. Das war noch relativ kurz, ein schönes Bauernhaus. Und das war 40 Jahre alt. Und dann haben sie von der Summe, was sie da rausgebracht haben, haben sie 40% abgezogen, weil das ist ja Entwertung, das ist ja nicht mehr so viel wert, das Haus. Von sie aus. Und wir haben aber ein neues müssen bauen. Nachher haben sie auch gesagt, ja, sie suchen eine Wohnung. Und dann haben wir auch gesagt, wie sind sie in der Wohnung da? Mit 15 Stück Viech haben wir damals gehabt und eine Rose. Und es sind ins neue Leute gewesen. Die Schwiegereltern haben noch gegeben und die kleinen Kinder, nee, und wir zwei. Ja, sie haben auch keine Wohnung gefunden. Das ist auch unmöglich für so gerade. Nee. Jetzt haben wir halt die ganze Bauzeit haben wir drei bleiben müssen. Wir sind zum Beispiel sind da ist ein Bus gekommen. Dann haben sie gesagt, so, wir müssen hier sprengen, ist mir das raus vom Haus. Der Bub war ein Putzheil, und dann haben wir raus aus dem Bettel, weil er geschlafen, wenn er gerade geschlafen hat, mit einem Bus weggeführt. 10 Minuten weg vom Haus. Und wenn wir haben reingekriegt, wenn es geduscht hat, dann haben sie uns wieder zurückgeführt. Da sind wir einmal hintergekommen, nachher sind sämtliche Fenster kaputt gewesen. In der Speis waren, da habe ich so Stellagen gehabt mit Marmelade und Schmalz, was man halt so hat. Das war alles das hat so arbeitelt. War alles kaputt. Ich bin drüben gestanden und habe geredet wie ein kleines Kind. Dass man viel kann, was tue ich jetzt? Das geht einfach nicht mehr weiter so. Nachher haben wir, ja, jetzt müssen wir den Bauleiter suchen. Nicht? Die müssen uns das jetzt entschädigen und die Fenster zahlen und denken, du hast niemanden gefunden, da war niemand zuständig. Auch kirchliche Güter blieben vom Autobahnbau nicht verschont. Die ursprüngliche Kapelle von da war die Waldkapelle beim Gustav Hallerdreh. Und das Ganze hat ja noch müssen bei der Autobahnbau weichen. Angeblich ist so gewesen, dass der Viertel
Der Valentin Pfeifenberger, der Pfarrer von Domadol, der ein gebürtiger Zedhauser ist. Der ist der am letzten Tag oder einen von den letzten Tagen, wo die Kapelle angeschoben werden hätte sollen, den er da von der Kapelle gerettet hat. Und der das inszeniert hat, dass die Kapelle da gebaut wird. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Autobahn zu Zedhaus gehört, wie alles andere auch. Zedhaus und die Autobahn haben alle schon eine schwierige Beziehung miteinander gehabt. Es ist eigentlich behandelt worden wie ein lediges Kind früher. Freude und Leid, Fluch und Segen haben da gleichermaßen mitgespielt. Auf der einen Seite ist die Autobahn für uns das Tor zur Welt. Zedhaus und der Lungau ist erschlossen worden. Ich selber weiß, dass ich bin schulgegangen in Salzburg, das war ohne Autobahn sicher nicht so einfach möglich gewesen. Die Autobahn ermöglicht für uns Zedhauser und Zedhauserinnen Arbeitsplätze im Bongau und im Großraum Salzburg, die einfach schnell und kurz erreichbar sind. Auf der anderen Seite ist die Autobahn durch Zedhaus eine wirklich unschöne Narbe. Aber man muss auch sagen, die Zedhauser haben sich die letzten Jahre arrangiert mit der Autobahn. Und es ist die letzten 10 bis 15 Jahre gekämpft worden für Umweltschutzmaßnahmen. Hauptsächlich ist darunter gefallen der Lärmschutz. Im Ortsgebiet haben wir eine Einhausung gekriegt. Im Hinterland haben wir erhöhte Lärmschutzmaßnahmen gekriegt und im Niederland genauso. Mir ist ganz, ganz bewusst, dass nicht für alle Zedhauser befriedigend ist und dass an einigen Teilen in Zedhaus noch sehr, sehr laut ist. Aber insgesamt, glaube ich, muss man sehr froh sein, dass das für die Zedhauser auch gemacht worden ist. Die Tauernautobahn zwängt sich kaum einmal durch so ein enges Tal wie Zedhaus. Durch die Einhausung und den Lärmschutz erreichte die Ortsmitte aber wieder Luftkurqualität. Schon, es hat schon viel Positives auch. Jetzt haben wir die Verbindung nach Salzburg oder was, das ist heute erwischen. Ein fürchterlicher Einschnitt. Und heute, wenn wir eigentlich grinsen dazu, heute sind wir völlig ein bisschen froh, dass wir es haben. Weil, wenn sie, die steigen da im Bus ein und sind eine Stunde in Salzburg im Büro. Das ist natürlich auch für Zedhaus sicherlich eine gute Sache, dass sehr viele Zedhauser bei der Maut oder bei der Asfinag, bei der Straßenmeisterei Arbeit finden. Und das sind, glaube ich, noch nie so viele Zedhauser dort angestellt gewesen als heute. Und das sollte man auch sehr positiv betrachten, natürlich. Gell? So ist Zedhauser, ich trink's ein Buder Schnupf. Weit weg von der Autobahn verbringen Erika und Sepp Gruber seit 22 Jahren die Sommermonate auf ihrer Alm. Mit den unruhigen Zeiten von einst haben sie mittlerweile abgeschlossen. Und ich habe gesagt, wenn ich einmal viel Zeit habe, ich schreibe einmal ein Buch über das. Aber ich habe die Zeit noch nie gehabt. Der Bau der Autobahn hat in Zedhaus seine Spuren hinterlassen. Die jüngsten Bewohner aber können ihrer Kreativität unbeschwert freien Lauf lassen. Denn wer hat schon eine ganze Lärmschutzwand als Malfläche zur Verfügung? Da ist mein liebes Zedhaus, der allerschönste Fleck, so richtig ja. So ist Zedhauserisch, trinkt's ein Buder Schnaps. Ein Speck dazu und Kulderback grad nur. So ist Zedhauser Brauch, so haben wir's all bei Kopf. Und wer die Geschichte nicht glauben will, der ist schon übergeschnappt. Und wer die Geschichte nicht glauben will, der ist schon übergeschnappt.